Hey Leute, was geht? Wie ihr im Titel schon gesehen habt, geht es um Frank Ocean, aber es geht nicht unbedingt um neue Musik von ihm, sondern eher um ein Co-Sign. Über diesen Artist werde ich heute reden. Er heißt 454 und ich bin richtig, richtig, richtig gut überrascht. Ich habe ihn gefunden, als ich auf der neuen Seite von Frank Ocean war. Und wenn man da dann auf so ein ausfahrbares Menü sozusagen drückt, kommt ein Album. Und im ersten Moment, ich habe mich richtig gefreut. Ich dachte, ah, fresh neue Frank Ocean Musik. Ich dachte, vielleicht eine EP oder irgendwie sowas, ein Mixtape. Aber dann war es halt von einem anderen Artist. Das ist ein Mixtape und das heißt For Real. Und das ist von 454. Ich habe das erstmal gehört und ich war, wie schon gesagt, richtig gut überrascht. Dann habe ich das die Tage einfach nur noch gehört am Stück. Und das ist jetzt in meinen Top 42 Lieblingsalben. Bin mir auch richtig sicher, dass er bald abblauen wird. Vielleicht jetzt nicht, wird er nicht unbedingt jetzt in den nächsten Jahren Travis Scott Level erreichen oder so, keine Ahnung was, aber er wird auf jeden Fall abblauen, man wird viel mehr von ihm hören, alleine schon wegen dem Co-Sign. Und dieser 454 ist ein Rapper, beziehungsweise Producer aus Florida. Seine Musik erinnert ein bisschen an, ist irgendwie so eine Mischung aus Hyperpop und Rap. Vielleicht sagt, keine Ahnung, kann man das so nennen, ich weiß es nicht, Hyper-Rap. Er arbeitet viel mit Beats, die so ein bisschen so spielerisch klingen, die so ein bisschen Lil Yachty-Vibe geben, aber in einer mehr artistic way, wenn man weiß, was ich genau meine. Und er arbeitet halt auch sehr viel mit Pitched-Up-Vocals und auch Pitched-Down-Vocals. Und einer seiner Trademarks ist halt auch eben, dass er die erste Hälfte seiner Lieder so up-pitcht und halt die zweite Hälfte von seinem Lied so ein bisschen slowed down macht. Das ist so, wie schon gesagt, so ein bisschen sein Trademark, weil er macht das in sehr vielen Liedern. Ich weiß nicht, ob er das in allen macht, aber das, man denkt jetzt erstmal, ja, dadurch sind die Lieder auch sehr lang, vielleicht wird das auch langweilig, aber ich finde persönlich, komischerweise, dass überhaupt nicht langweilig wird, obwohl das so eine simple Mechanik ist, einfach pitched up und dann slowed down, aber das gibt einfach diesen Vibe und das ist, zum Beispiel, man muss auch sagen, wie ich diese Musik gehört habe, ich habe die sehr viel beim Skaten gehört oder beim Autofahren und da passt es einfach so gut, weil das ist so atmosphärisch, das ist so ein Vibe einfach. Man fährt durch die Gegend, man hört diese Musik, man skatet oder so und die läuft halt einfach, die Lieder sind auch länger, deswegen. Das gibt halt einfach diese Atmosphäre, das ist so ein bisschen lebensbegleitend und man kann das doch einfach hören und das Lied geht teilweise 4 Minuten, aber man bemerkt das gar nicht. Deswegen, ich bin echt überrascht. Ich kann das einfach nur wieder sagen, dass das Album so gut ist. Und dieses Pitched Up und Slowed Down kommt auf jeden Fall von einer seiner Influences, und zwar DJ Screw. Er hat sehr viel mit Slowed Down Musik gearbeitet und halt eben diese Atmosphäre kreiert, dieses, das ist so ein bisschen dreamy und jeder kennt Slowed Down und Reverb Musik. Die ist halt einfach, das ist halt einfach so ein Vibe, man kann dazu einfach entspannen und einfach nachdenken und so ein Shit, ihr wisst genau, was ich meine. Dadurch wird das auch so ein bisschen psychedelic, was mir auch sehr gefallen hat. Ihr müsst mal seine Videos angucken, zum Beispiel das von Late Night. Das hat halt diesen 2K-Vibe, dieses Editing ist verrückt. Bitte guckt euch das Video an, das Editing ist so verrückt von diesem Lied. Das passt so gut zum Lied, einfach richtig gut. Und in diesem Lied, worüber ich eben geredet habe, also Late Night, benutze auch ein Sample von Brent Fires und das war auch zufälligerweise das erste Lied, was ich dann halt gehört habe und ich war so, hä, warte mal, ich kenne das und ich war so, ist das nicht Brent Fires? Und auf einmal kommt halt eben 454 und rappt über die Vocals von Brent Fires und das war einfach so ein Moment, wo ich dachte, damn, crazy, dass das so gut zueinander passt. Ist natürlich nicht perfekt, das ist keine 10 von 10 oder es ist, finde ich, auch keine 9 von 10, vielleicht auch nicht mal eine 8 von 10, aber es ist halt manchmal ein bisschen nervig, aufgrund genau dieser Pitched-Up-Vocals, weil er benutzt es halt fast in jedem Lied. Und was ich mir vielleicht erhoffe von seinen nächsten Projekten, ist, dass er ein paar andere Sound-Designs oder Sound-Elemente sozusagen oder Features, wie das Lied aufgebaut ist, welche Merkmale es hat, reinnimmt und vielleicht da ein bisschen kreativer wird, weil auch wenn das Album, nicht jeder Song ist gleich aufgebaut, aber viele fühlen sich gleich an und das fand ich einfach manchmal ein bisschen nervig, aber trotzdem, das Album ist richtig gut, es ist sehr gute Ideen, er passt perfekt in diese Zeit, also in unsere Zeit jetzt gerade und ihr werdet safe noch mehr von diesem Künstler hören. Genau, ich bin echt gespannt, was noch in Zukunft von ihm kommt, wann er sein nächstes Projekt droppt. Und ja, das war eigentlich das Video. Und das ist auch keine Album-Review gewesen. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich diese bestimmte Musik sehr gefühlt habe.
Und ja, ich hoffe auch, bald kommt noch was von Frank Ocean. Schreibt mir mal in die Kommentare. Oh mein, diese scheiß Kamera, Digga. Ich stehe still, ne? Ja. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wann ihr denkt, wann was Neues von Frank Ocean kommt. Und wenn ihr das Album bzw. so ein paar Songs davon gehört habt, schreibt mir mal auch rein, wie ihr Four findet. Weil erstmal interessiert mich das auch. Zweitens hilft es natürlich auch meinem Channel zu wachsen. Und wenn ihr mir noch mehr helfen wollt, liked das Video, wenn euch mein Content gefällt, abonniert mich. Habe ich ihr letztes Video schon gesagt, aber ihr werdet sehen, ich habe ein bisschen sehr durchwachsenen Content. Das liegt daran, weil ich mich nicht festlegen kann. Aber ich glaube, ich bleibe erstmal bei Musik. Deswegen, wenn ihr abonniert, ihr seid hier für Musik und nicht für den anderen Stuff, der vorher gekommen ist. Aber genau, danke fürs Zugucken. Vielleicht ist das Video ein bisschen kürzer. Ich weiß nicht, ob mir das leid tut, aber bis zum nächsten Mal. Motherfucker, Digga.